hätte mal 2,36 Millionen Euro Schulden. Ungewöhnlich, meinen Sie? Warten Sie es ab. Denn ungewöhnlicher ist die Art, wie ich diesen überdimensionalen Finanzmühlstein wieder losgeworden bin. Die gesetzliche Privatinsolvenz habe ich dabei gemieden wie der Punkrocker den Musikstadel. Nein, ich habe meine volle wirtschaftliche Souveränität behalten, indem ich mich mit meinen mehreren Dutzend Gläubiger auf clevere Vergleiche geeinigt habe. Und ich kann Ihnen flüstern, dabei gab es jede Menge Nüsse zu knacken und so manchen harten Widerstand zu überwinden. Aber am Ende habe ich es geschafft. Unterm Strich habe ich durch die tatsächliche Rückzahlung von ca. 130.000 Euro meine Schulden endgültig aus der Welt geschafft. Und diese 130.000 Euro konnte ich überdies über Jahre hinweg in bequemen Monatsraten abzahlen. Lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Die Macht des Schuldners. Denn eines kann ich Ihnen sagen, ich bin nicht Superman. Deshalb schaffen auch Sie, was ich geschafft habe. Lassen Sie sich zeigen, wie Sie Schulden bereits im Keim ersticken, wie Sie mit Ihren Gläubigern geschickt verhandeln, wie Sie mit Hilfe von Recht und Gesetz pfiffig und souverän gegen jede mögliche Gläubigerattacke zur Wehr setzen können und vieles andere. Entdecken Sie Ihre ganz persönliche Macht des Schuldners. Kostenlose Informationen finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.